So. Herzlich willkommen zu unserem CrossFit Bonn Home Workout 2.0 mit Jona und Julian. Startet bitte mit dem Gelenks-Warm-Up. Dazu müsste es einen Link geben mit einem Video, wo die Jenny das Warm-Up vormacht. Und dann startet ihr bitte mit einem spezifischeren Warm-Up. Zwei Runden. Die erste Übung ist der Delfin. Den zeigt euch jetzt der Julian. Genau, ihr geht in die Plank. Und dann schiebt ihr die Brust raus. Wenn ihr die Ellenbogen parallel habt, super, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Zug in dem Lat, den ihr ein bisschen aufdehnen sollt. Dann kommen, bleibt unten, 10 Air Squats, 5 Burpees und dann 10 Arch Rocks. Genau. Arme gestreckt, Füße gestreckt und über den Bauch mit Bauchspannung ein bisschen wippen. Hervorragend. Dann kommen wir zum Kraftteil und da machen wir den Feet Elevated Bulgarian Split Squat. Wir machen 4 Sätze, immer 12 Wiederholungen pro Bein und nach jedem Satz 90 Sekunden Pause. Ein Fuß ist auf der Bank, das bitte locker, so als wenn so ein Ei unter euren Zehenspitzen wäre, was ihr nicht kaputt drückt. Und dann drückt ihr bitte mit eurem Standbein, mit der Ferse in den Boden. Genau, beim Bulgarian Split Squat hat man jetzt den Arm eigentlich gestreckt. Und das Gewicht in der Hand. Ihr könnt aber auch gerne das, wenn ihr einen Langhantel habt, hinten auf dem Rücken halten oder in der Frontrack-Position. Passt das so ein bisschen an euch an. Genau. Teil 2, bitte 6 Runden auf Zeit. Wir haben 4 Single Arm Devil Press und 6 Single Arm Thruster. Bitte mit einer Seite, dann 30 Sekunden Pause und dann die andere Seite. Das ist der Devil Press. Ihr legt euch auf den Boden, haltet die Dumbbell fest, springt vor und dann streckt ihr euch im Prinzip wie so ein Snatch. Und beim Thruster, Ellbogen nach vorne, Squat und rausdrücken. Genau. Rücken möglichst gerade lassen dabei. Und dann bitte 6 Runden bedeutet, dass wir 6-mal linke Seite machen und 6-mal rechte Seite. Und dann beginnt unser Teil 3, die Double Under Challenge. Da macht ihr bitte 2 Minuten M-Rap Double Under. Und ihr merkt euch, ihr zählt, wie oft ihr euch verheddert habt. Und nach den 2 Minuten macht ihr bitte für jeden Fehler einen Burpee. Aber maximal 20. Viel Spaß!